Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Herzlich willkommen zum Monatshoroskop für den Oktober 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Diesen Monat wird die Venus bei euch im Partnerhaus rückläufig. Das führt zwar in der Liebe zu einigen Verwicklungen, aber insgesamt habt ihr dadurch die Liebesgöttin bis Anfang Januar 2019 in eurem Partnerbereich. Und das sind gute Nachrichten. Wenn ihr jemanden kennengelernt habt oder falls ihr schon mal einen Blick in euer persönliches Jahreshoroskop 2019 werfen wollt, meldet euch gern für eine persönliche Beratung bei mir. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und die Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. Weil es doch so einige kosmische Liebesturbulenzen gibt, möchte ich diesen Monat wieder eine Beratung verlosen. Und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, dazu erfahrt ihr mehr am Ende des Videos. Also bleibt dran! Bevor wir uns die Konstellationen für den Oktober anschauen, hier nochmal der Hinweis, dass ihr euch jederzeit über eure langfristigen Tendenzen auch im Jahreshoroskop 2018 nochmal informieren könnt, auch mit den Geburtstagskindern, die besonders wichtige Aspekte empfangen. Jetzt im Oktober fokussiert sich das ganze Geschehen auf die Venus, die bei euch im Partnerhaus steht, im Skorpion. Und dort wird sie am 5. Oktober abends rückläufig. Und dort steht auch noch Glücksplanet Jupiter und später auch der Merkur und die Sonne. Dadurch ist bei euch der Bereich der Begegnung und Partnerschaft sehr stark betont und Stier-Singles haben den ganzen Monat über prickelnde Chancen, jemanden kennenzulernen. Aber es läuft nicht immer glatt und nicht immer, wie ihr es erwartet. Erstens, weil die Venus rückläufig wird und das bedeutet, dass sich Liebesangelegenheiten nochmal in eine ganz andere Richtung entwickeln können. Und das gilt noch bis zum 16. November. Und zweitens, weil die Venus im Laufe des Monats herausfordernde Aspekte eingehen wird. Und zwar zu Lilith und Mars und auch zum Uranus. Und alle stehen in Spannung zu eurer Sonne. Und diese Spannungsaspekte fallen vor allem in die erste Dekade. Die Venus wird sich in der ersten und zweiten Dekade aufhalten und am besten sind diejenigen Stiere dran, die in der dritten Dekade Geburtstag haben, denn die empfangen den günstigen Einfluss von Jupiter im Partnerhaus. Aber trotzdem gilt, was die Venus tut, wird alle Stiere beeinflussen, weil sie eure Herrscherin ist, egal wann ihr Geburtstag habt. Die Spannungsaspekte erreichen einen ersten Höhepunkt zum Neumond am 9. Oktober. Für Singles können sich Situationen ergeben, dass sie jemanden kennenlernen, die Person es sich aber nochmal anders überlegt oder sich nicht recht entscheiden kann. Es können auch verflossene Beziehungspartner aus der Vergangenheit wieder auftauchen und dann kommt es darauf an, sich zu überlegen, warum es damals nicht funktioniert hat und ob es die Sache wert ist, es nochmal zu versuchen. Wenn ihr inzwischen aber eine neue Beziehung habt, kann das natürlich für viel Unruhe sorgen. Die Spannung zu Mars und Lilith zeigt an, dass sich ein Flirt mit jemandem, mit dem ihr beruflich zu tun habt, ergeben kann, der sich nicht so recht in euer Leben integrieren lässt. Möglich ist auch, dass Vertragspartner oder Finanzpartner ihre Meinung ändern und bestehende Abmachungen auf einmal neu gestalten wollen. Oder dass euch Leute Gelder nicht auszahlen, die euch zustehen. Bei all solchen Dingen müsst ihr eingreifen und das korrigieren. Das solltet ihr nicht schleifen lassen. Auch euer Partner könnte sich eine Sache, die ihr eigentlich schon beschlossen hattet, anders überlegen und dann muss das neu diskutiert werden. Das ist lästig, aber ihr solltet sowas nicht verdrängen, sondern es bald klären. Die Spannung zu Lilith kann sich auch so äußern, dass eine Konkurrentin auftaucht, sodass ihr eure Beziehung verteidigen müsst. Am 10. Oktober geht dann auch der Merkur in euer Partnerhaus in den Skorpion und an dem Wochenende vom 12. bis 14. Oktober könnt ihr euch gut aussprechen und eventuelle Unstimmigkeiten aus der Welt schaffen. In der Woche danach gibt es dann nochmal reichlich Spannungsaspekte, vor allem zwischen Venus und hier auch mit dem Merkur dabei und der Lilith. Da müsst ihr eventuell mit Unstimmigkeiten zwischen Frauen rechnen. Vielleicht macht euch eure Chefin das Leben schwer, denn Lilith steht ja im Karrierehaus. Das Wochenende vom 20. und 21. September ist dann nochmal günstig, um sich auszusprechen und sich zu einigen und auch für zärtliche Stunden zu zweit. Am 23. Oktober um 13.22 Uhr ist es, tritt die Sonne dieses Jahr ein in den Skorpion. Und aktiviert dann in den kommenden 4 Wochen zusätzlich den Partner- und Begegnungsbereich eures Horoskops. Das Thema Liebe und Beziehungen bleibt für euch also heiß.
Die Vollmondkonstellation am 24. Oktober kann dann nochmal zur Herausforderung für euch werden. Der Vollmond fällt in die Zeichen Stier und Skorpion und damit auf eure Beziehungsachse und verbindet sich mit dem Spannungsaspekt hier von der Venus zu Uranus. Und das kann das Problem, dass Abmachungen plötzlich gebrochen werden, nochmal verstärken. Sogar dann, wenn ihr schon mal drüber gesprochen hattet. Zum Glück steht Saturn als Stabilitätsfaktor günstig zu dieser Konstellation. Deshalb lässt sich das Ganze wahrscheinlich mit Vernunft und Ruhe und guten sachlichen Argumenten beilegen. Wichtig ist nur, dass ihr euch nicht rund um den Vollmond provozieren lasst. Denn ein Streit könnte einigen Schaden anrichten und dann ist es mühsam, sich wieder zu einigen. Diese Vollmondkonstellation mit Uranus und Venus betrifft vor allem die Aprilstiere. Aber denkt immer dran, in eurem Geburtshoroskop können auch andere Planeten diese Aspekte empfangen. Vor allem, wo der Uranus jetzt in eurem Horoskop steht, ist sehr wichtig zu wissen. Wenn ihr euch dafür interessiert, würde sich eine Beratung lohnen oder ein Besuch bei meinem Webinar Antonias Sterne am 5. Oktober. Dann können wir das nachschauen und klären. Der Monat klingt sehr schön aus mit wunderbaren Partykonstellationen zu Halloween. Singles werden großen Spaß am Feiern und Flirten haben und wenn ihr Familie habt, ladet doch zu euch nach Hause zu einer schönen Gruselparty ein. Dafür stehen die Sterne ideal. Das waren eure Konstellationen im Oktober. Wenn ihr eine ganz persönliche Beratung zu eurem Horoskop braucht, bin ich gern für euch da. Aber meldet euch bald, denn ich bin zum Jahresende immer sehr ausgebucht. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 5. Oktober 2018. Und weil viele um 17 Uhr noch nicht können, habe ich extra für euch den Beginn der Veranstaltung auf 18.30 Uhr gelegt. Da könnt ihr mir wie immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Zum Beispiel jetzt, in welchem Bereich bei euch die rückläufige Venus fällt. Weil am Himmel so viel los ist, gibt es bestimmt reichlich Beratungsbedarf. Deshalb verlose ich in diesem Monat eine Kompaktberatung. Also 30 Minuten mit mir inklusive Mitschnitt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos auf Facebook mit euren Freunden teilt. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und erfahrt automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials ans Herz legen. Über Lilith im Wassermann, über Uranus im Stier und entdecke deinen inneren Heiler über Chiron. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.